Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily Dax. Heute am Freitag, dem 21. August 2020. Ja, eine Börsenwoche ist wieder zu Ende gegangen und für den deutschen Aktienindex ging sie letztendlich dann doch negativ aus. Heute verlor der Leitindex 0,51% oder umgerechnet 65 Punkte und hat dabei sogar die Marke von 12.800 Punkten ausgegeben. Weiterhin haben wir die Konstellation, wie schon zuletzt beschrieben, die Chance nach oben relativ eingegrenzt, das Risiko nach unten etwas größer und vor allem die Konstellation von abfallenden Hochpunkten und auch jetzt neu auftretenden Konsolidierungspunkten zeigen eben schon, dass wir hier beim deutschen Aktienindex weiterhin eher die Bereitschaft dahingehend zeigen, hier diese Abwärtsbewegung fortzuführen. Das heißt, wir hatten eben den Hochpunkt bei rund 13,3, dann die 1000 Punkte Abwärtsbewegung, jetzt den Hochpunkt auf 13,1 und hieraus könnte sich eben zumindest, wie schon mehrfach jetzt betont, noch eine nochmalige Abwärtsbewegung Richtung der 2-Tage-Linie entwickeln. Im Idealfall, was auch die Trendstruktur angeht, setzt dann auch ein neues Tief ein, sprich Kurse unterhalb idealerweise von 12.200 Punkte. Wir blicken weiter auf Daimler als Aktie des Tages. Warum? Es könnte hier sehr, sehr interessant werden bei Daimler, wenn wir uns nämlich hier auch den charttechnischen Verlauf anschauen. Wir sehen, die Daimler-Aktie hat einen Ausbruch probiert, ist nun gescheitert und heute zurückgefallen mit einem Kursrückgang von knapp 2%. Wir sehen natürlich noch, dass wir hier einen relativ soliden Unterstützungsbereich haben, wo gleich mehrere gleitende Durchschnitte sich tummeln, eben um ca. 39 Euro. Da sollte man weiterhin drauf achten, aber zumindest in diese Kursregion könnte die aktuelle Konsolidierung bei Daimler vorangehen. Wenn wir uns auch hier einmal ganz kurz noch auf die aktuelle Trendstruktur konzentrieren, so sehen wir eben auch, dass im Falle eines Rücksitzes unter die gleitenden Durchschnitte ein Test der Trendlinie in Richtung 36 Euro auch als definitiv realistisch anzusehen ist. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende und freue mich, wenn Sie wieder am kommenden Montagmorgen einschalten, dann mit dem Blick auf die US-Märkte. Auch hier bin ich gespannt. Ich hatte ja gesagt gehabt oder heute die These aufgestellt, mit Tesla 2000 US-Dollar geknackt und eben dieser gesamten Tech-Euphorie, dass sich vielleicht auch hier mal so langsam ein Hochpunkt abzeichnet. Ähnlich wie es schon beim DAX nun geschehen ist und wir eben im Konsolidierungsmodus stecken. Aber wir werden es sehen, während wir beim DAX schwache Anzeichen schon konkret vorliegen haben, ist eben an der Wall Street noch längst davon nichts in Sichtweite. Das war's. Schönes Wochenende. Bis Montag.